In den Sümpfen lebt ein seltsamer Vogel mit einem holländischen Holzpantoffel als Schnabel. Klingt komisch, ist aber so. Er kreischt in hohen Tönen, um anderen Schuhschnablern mitzuteilen, dass dies sein Revier ist. Seine unheimlichen Rufe stimmten in das Gebrüll der Dinosaurier ein. Aber natürlich jagte er keine Dinosaurier, sondern Schlangen, Fische, Eidechsen und Frösche. Dieser Vogel überlebte also das Ende der Dinosaurier. Fossile Funde des Schuhschnabels reichen bis 65 Millionen Jahre zurück. Auch heute jagt er noch in einem ähnlichen Lebensumfeld. Früher war er aber weiter verbreitet. Heute beschränkt sich sein Lebensraum auf einige Länder in Afrika. Der Schuhschnabel wird bis zu 1,50 Meter groß und mit seinen breiten Flügeln fliegt er über die Ebenen Afrikas. Das Hauptmerkmal des Schuhschnabels ist natürlich sein Schnabel. Sein uraltes Aussehen ist seit Jahrhunderten unverändert geblieben. Sein riesiger, wulstiger Schnabel kann um die 20 cm groß werden. Mit dem belegt er Platz 3 der größten Schnäbel aller lebenden Vögel. Der vordere Unterkiefer des Schnabels endet in einem scharfen Nagel, perfekt für seine Beute, denn mit schnellem Picken erlegt er sie. Seine Speisekarte ist breit gefächert. Er jagt alles und ist deshalb auch ein gefürchteter Vogel. Und sein Jagdverhalten ist immer noch so effektiv wie vor Millionen von Jahren, weswegen er wahrscheinlich auch so lange durchkommen konnte. Er futtert hauptsächlich Wassertiere wie Fische, Frösche, Eidechsen und auch kleine Krokodile. Sein All-You-Can-Eat-Buffet ist also reichhaltig. Überraschend ist aber, dass seine Beziehung zum Menschen ziemlich entspannt ist, weswegen er bei Vogelbeobachtern auch so beliebt ist. Dieser coole Kerl steht einfach nur faul rum und starrt in die Linse, als wollte er sagen: Ich habe schon viel Schlimmeres gesehen als dich. In vielen Ländern in den Küstenregionen gibt es einen Jäger, der sich im flachen Wasser versteckt. Darf ich vorstellen, das Salzwasserkrokodil. Sein Aussehen verrät dir schon, dass es uralt ist. Es gibt sie schon seit über 240 Millionen Jahren. Damals waren sie noch viel größer und das heißt, dass sie alles erledigt hatten, was ihnen zu nahe kam, auch Dinosaurier. Sie haben viele Katastrophen auf der Erde überlebt und sich immer wieder angepasst. Im Laufe ihrer Entwicklung haben sie sich zu den ultimativen Überlebenskünstlern entwickelt und das, obwohl sie nur lauernd in ihrem Revier warten. Aber sie schnappen alles, was eindringt, auch Menschen. Das Salzwasserkrokodil wird um die 6 Meter groß und hat einen kräftigen Biss, der stärker ist als bei jedem anderen Tier. Sein Biss ist sogar 30 Mal stärker als deiner, nur mal so nebenbei. Aus seinem Maul, der wie ein zahniger Käfig wirkt, kommt nichts mehr raus. Mit seinen schützenden Schuppen und Panzerplatten gibt es kein Tier auf der Erde, das es jagt, was das Krokodil zum ultimativen Spitzenraubtier macht. Wie sein Name schon sagt, hat es sich ans Salzwasser angepasst und hat Salzdrüsen entwickelt, die seine Vettern, die Alligatoren, nicht haben. Damit kann es größere Strecken im Meer schwimmen. Salzwasserkrokodile folgen den Meeresströmungen. Dabei durchqueren sie auch Haigebiete. Aber nicht einmal der weiße Hai würde sich mit einem anlegen. Bei ihren Touren legen sie Entfernungen von 600 Kilometern und mehr zurück. Und das können sie sogar ziemlich zügig, bis zu 30 Stundenkilometer. Ein Grund mehr, nicht im Meer zu schwimmen. Das nächste Geschöpf auf unserer Liste gibt es seit etwa 145 Millionen Jahren. Und diese lästigen kleinen Viecher haben sich schon immer von Lebewesen mit warmen Körpern ernährt. Na, kommst du drauf, wovon ich spreche? Von Läusen. Diese winzigen Parasiten kamen in der Kreidezeit auf. Damals ernährten sie sich von Dinosauriern und heute nerven sie die meisten Lebewesen. Aktuell gibt es 5000 verschiedene Läusearten, von denen jede eine Vorliebe für ein anderes Tier hat. Sie nisten sich bei allen Vögeln und Säugetieren ein, außer bei Schuppentieren und Fledermäusen. Die haben Glück. Man nennt sie obligater Parasit. Das bedeutet, sie leben nur, wenn sie sich von einer anderen Lebensform ernähren können. Sie bleiben ihr ganzes Leben auf ihrem Wirt, wo sie sich auch fortpflanzen. Jede neue Generation ändert übrigens ihre Farbe, um sich dem Fell oder den Federn ihres Wirts anzupassen. Fragst du dich auch, wie Menschen Läuse bekommen? Naja, das ist entweder Glück oder Pech. Normalerweise wandern sie aus, wenn ihr Wirt gestorben ist.
Dann nehmen sie einen Freiflug mit einer Fliege. Dazu klammern sie sich an ihre Beine und lassen sich quasi per Anhalter zu einem neuen Wirt bringen. Auf 4 kleinen Inseln in Indonesien lebt ein wirklich mächtiges Tier. Eine Hommage an die Zeit der Megafauna. Darf ich vorstellen, der Komodo-Varan. Er wird etwa 3 Meter lang und ist Meister des Hinterhalts. Seine Jagdmethode ist simpel. Er spürt seine Beute auf und injiziert ihr dann sein Gift. Wenn die Beute abhaut, holt er sie schnell ein, weil sie wegen des Gifts immer langsamer wird. Und so hat er es geschafft, Millionen von Jahren zu überleben. Allerdings nicht überall. Aus anderen Teilen der Erde ist er verschwunden. Diese Inseln waren aber nicht immer seine Heimat. Dort lebt seine Art erst seit 4 Millionen Jahren. Ursprünglich kamen die Vorfahren des Komodo-Varans aus Asien, wanderten aber vor 40 Millionen Jahren in den Süden nach Australien aus, wo es eine vielfältige Auswahl an Nahrung gab. Daher auch ihre gewaltige Größe. Etwa 25 Millionen Jahre später gab es eine Kollision zwischen den australischen und südostasiatischen kontinentalen Landmassen. Die Komodo-Varane nutzten diese Gelegenheit und breiteten sich weiter aus, bis nach Osttimor. Dann wurden die Inseln getrennt und die Komodo-Varane gediehen in ihrem neuen Land prächtig. Weil sie keine Konkurrenz hatten, konnten sie ihre alte Jagdmethode beibehalten. In Australien sind sie aber verschwunden, weil die Konkurrenz durch den Menschen zu groß war. Eine andere uralte Spezies ist auch sehr faszinierend, aber nicht nur wegen ihres Aussehens. Darf ich vorstellen, der Quastenflosser. Wissenschaftlich gab es lange nur einen einzigen fossilen Beweis für ihre Existenz, weswegen man davon ausging, dass sie vor 410 Millionen Jahren ausgestorben sind. Du kannst dir sicher vorstellen, wie überrascht die Leute waren, als sie 1938 an der Ostküste Südafrikas ein wieder auferstandenes Fossil herumschwimmen sahen. Man konnte nicht nur diese Art besser untersuchen, sondern es konnten auch viele Fragen über einige seiner Verwandten beantwortet werden. Sie werden um die 2 Meter groß und haben eine Lebenserwartung von etwa 100 Jahren. Aber das Seltsame ist, dass sie 8 Flossen haben. Sie sind die älteste uns bekannte Spezies der Fleischflosser. Sie ist so alt, dass sie mehr mit Amphibien, Reptilien, Vögeln und Säugetieren verwandt ist, als mit den uns bekannten Strahlenflossern. Gepanzert sind sie mit starken Kosmoidschuppen und ihr Kiefer ist mit einem Scharnier ausgestattet, womit sie ihr Maul sehr weit öffnen können. Sie sehen wirklich uralt aus, aber sie haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt, auch wenn sie noch so aussehen wie damals. Früher lebten sie in flachen Gewässern und hatten sogar Lungen zum Atmen. Nach dem Zeitalter der Dinosaurier mussten sie in tiefere Gewässer ziehen, um Nahrung zu finden. Und so entwickelten sich ihre Lungen nach und nach zu Kiemen, was ihnen ihr Überleben sicherte. Lass uns noch weiter zurückgehen, etwa 480 Millionen Jahre. Niemals wärst du darauf gekommen, dass eine Spezies, die damals existierte, heute noch lebt. Aber der Pfeilschwanzkrebs hat es geschafft und er sieht noch fast so aus wie seine uralten Vorfahren. Sein ganzer Körper ist durch eine dicke Platte mit nach außen gerichteten Stacheln geschützt. Er hat 10 Augen, die über seinen ganzen Körper verteilt sind. 2 nutzt er zur Partnersuche und die anderen 8 dienen als Lichtrezeptoren. Wie sein Name schon sagt, hat er auch einen langen Schwanz. Der sieht zwar bedrohlich aus, ist aber nur seine Aufstehhilfe, falls er mal umgestoßen wird. Mutter Natur hat sich mit den Pfeilschwanzkrebsen so viel Mühe gegeben, dass sie alle Veränderungen der Erde bis heute überlebt haben. Du denkst, sie sind mit Hummern verwandt, immerhin sehen sie sich ähnlich, aber sie sind eher mit Spinnen und Skorpionen verwandt, als mit Krabben oder anderen Krustentieren. Pfeilschwanzkrebse futtern gerne Muscheln, Krustentiere und Würmer und die finden sie an den Küsten des Atlantiks, des Pazifiks und des Indischen Ozeans zur Genüge. Sie ernähren sich aber auch von Algen, weswegen sie Nahrungsengpässe, die durch Weltereignisse verursacht wurden, überleben konnten. Wer weiß, vielleicht überlebt der Pfeilschwanzkrebs sogar den Menschen. Prost auf die nächsten 480 Millionen Jahre!